Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Robosaurus Spielothek. Heute habe ich mir überlegt, mache ich mal wieder ein bisschen was Gruseliges und habe deswegen mal meine alte Nebelmaschine wieder ausgekramt. Die habe ich seit Evil Dead nicht mehr benutzt. Mir ist aufgefallen, dass ich seit dem PlayStation VR Unboxing Video kein einziges VR-Spiel mehr gespielt habe. Deswegen habe ich mir heute gedacht, mache ich doch mal wieder ein VR-Spiel. Das ist ja auch eine Plattform, die bedient werden möchte. Und habt jetzt gesehen, hier gibt es Switchback VR. Das habe ich noch nicht gespielt, ich fange quasi jetzt erst damit an. Aber das ist sozusagen so eine Art Nachfolger von, ich glaube, das hieß Blood Rush oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das war PlayStation VR auf der 4. Das ist so eine Art inoffizieller Nachfolger davon. Und damit hatte ich großen Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit diesen zwei Handmoppets sogar noch besser ist. Deswegen werden wir das jetzt mal auschecken. So, dann fangen wir mal an. Das Spiel enthält Darstellungen von Gewalt und Blut. Das ist super. Ich erwarte nichts anderes. Hä? Habe ich jetzt das Intro weggedrückt oder was? Ja. Nee, habe ich nicht. Ah, komm, ey. Das sieht doch schon wieder gut aus. Was ist los hier? Hey, ich bin's. Charlotte. Du hast wohl gerade keinen Empfang. Ich wollte mich nur bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Wegen Dad. Weißt du? Was soll der Scheiß? Das ist eine 300-Dollar-Hose. Hörst du mir überhaupt zu? Fahr zur Hölle! Also, was ich sagen will... Jetzt ist hier nur noch alles dunkel. Ah, jetzt sind wir direkt dabei. Jetzt, komm, los geht's. Ah, ich mag das ja, ne? Also, ich kann das nicht so richtig gut vertragen. Also, ich hatte auch echt meine Schwierigkeiten. Als ich die Unboxing-Geschichte gemacht habe. Hui! Oh! Jetzt ist mir direkt schon fast wieder ein bisschen schlecht. Ich vertrag das nicht gut. Muss ich echt sagen. Ich vertrag das nicht gut. Aber ab und zu mal. Ab und zu mal sowas. Wir hoffen, dass Sie eine angenehme Reise haben. Das ist geil! Ohne Scheiß! Muss ich nachladen oder irgendwas? Nee, ne? Das ist schon mal gut, dass ich nicht nachladen muss. Das ist gar nicht so einfach. Kommt mir ein bisschen off vor. Achso, kann man doch. Ist doch. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt checke ich das erst. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Ich habe das einfach nicht gesehen erst, ne? Oh Gott, jetzt muss ich Augen zumachen. Ah, oder nur ein bisschen gucken, weil das sind so Momente, wo mir schwummerig wird. Also entweder ist das relativ nett von der Stilerkennung oder ich bin unheimlich gut im Schießen. Was ist denn mit den Dingern? Ja, was denn? Was mache ich denn da? Komm. Ach so, jetzt, ja. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Ah, geil, ey. Das ist sogar so richtig interactive. Und jetzt geht die Luzi ab.
Witze mit den Kissen. Das ist gut, das ist gut, das hat was. Das hat was. Jetzt muss ich kotzen gleich, wetten? Jetzt muss ich kotzen, Achtung, ich kotze. Ah, ich muss kotzen. Oh nee, ah, die ziehen das durch, ne? Ah, scheiße. Oh, ich fühle das richtig. Ich weiß, das ist behindert. Ich weiß genau, dass ich nur auf meinem Sofa sitze, aber ich fühle das. Oi, 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 oi. Oh. Ah! 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 Ey, ganz ehrlich. Da was Witziges zu machen, mit dieser Engine, mit dieser Technik, ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich meine, das ist doch super. Ich habe hier zwei Knarren. Ich habe hier einen gruseligen Satan. Das reicht. Ah, ich kann sogar schießen auf den Pfeil, um die Bahn zu wechseln. Auf welchen Pfeil denn? Ach so, ja, wo war denn der andere? Hä? So, jetzt geht das wahrscheinlich mal los, ne? Oder? Multiple Wege. Wir haben auf jeden Fall multiple Wege. Hä? Schieße auf Dämonenkisten, um neue Waffen zu erhalten. Die Uzi ist aber ungenau. Die Uzi ist ganz schön ungenau. Jetzt habe ich auch nur noch. Also, das ist. Begrenzt. In letzter Zeit standen wir beide uns ja nicht gerade nahe. Punkte 5990. Oh, ist okay. Ist ja sowieso die erste Runde, also ist ja scheißegal eigentlich, ne? Wisst ihr, was doppelt gruselig ist? Also das Spiel gruseliger macht, als es eigentlich ist. Ich bin ganz alleine zu Hause. Und ich habe jetzt so die Assoziation, dass jetzt irgendjemand einbricht. Sich denkt, hier ist keiner und dann mich reden hört und dann hier hochkommt, sieht, wie ich da total hilflos sitze. Und mir voll in die Fresse haut, während ich dieses Ding auf habe. Also so richtig genau schießen tue ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass die ein bisschen zu hoch zielt. Also einfach nur so gefühlt halt, ne? Ich habe auch von der Story noch nicht viel mitbekommen. Ist das der erste Gegner? Ah! Darauf war ich nicht vorbereitet. Dass ich unkonzentriert bin, ist läuft halt gar nicht so schlecht. Ah! Also manchmal. Ich denke eigentlich, dass die Schusshilfe eigentlich ganz aktiv ist, aber manchmal treffe ich trotzdem nichts.
Und irgendwie habe ich zu lange Arme für das Spiel. Oh! Also, das ist geil, ne? Aber ich kann das nicht so gut, glaube ich. Und ich bin mit, glaube ich, mit rechts viel besser als mit links. Boah, mir ist jetzt schon wieder übel, ey. Geil, ey. Schrotflinte oder was ist das? Ne, das ist mehr so ein Granatenwerfer, ne? Ja, ist ein Granatenwerfer. War das nur ein Schuss? Was ich geil finde, ist, dass das Spiel komplett darauf ausgerichtet ist, dass man mit beiden Händen arbeitet. Ne? Also was Exaktheit angeht und so, ist das ja jetzt vielleicht nicht so naheliegend. Ah! Das hat mich wirklich erschrocken. Mann, das ist schon der zweite Mal, dass ich mich erschrecke. Aber ist geil, also ist ein Erlebnis, ne? Also ich finde es ein bisschen Panne, dass die Dinger einfach so angesprungen kommen hier von unten, ne? Aber ich will mich nicht beschweren, ne? Ich glaube, dass die auch gar nicht so richtig gerade schießt, die Pistole. Die schießt immer so ein bisschen anders, glaube ich. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Und jetzt muss ich wieder kotzen. Ah! Jetzt. Uzi rechte Hand, das heißt gezielt schießen mehr mit links. Hä? Zwei Uzis? Was ist los hier? Kommt da bestimmt gleich wieder irgendein Jumpscare. Ja, was habe ich gesagt? Boah, Alter, das ist geil, ne? Aber ist anstrengend. Und jetzt wieder sowas. Oh. Ah. Jetzt nochmal links, ne? Oder? Nee, diesmal nicht. Die ganzen Kulissen und so, ne? Die sind halt so albtraumhaft, ne? Also so Nightmare on Elm Street. Plötzlich in einer anderen Dimension und so. Das ist geil, ey. Die Grafik. Oh. Geil. Ah, mal hart, ey. Ah. Hier sowas, ne? Also die Texturen, die sind jetzt nicht super. Aber das ist vollkommen ausreichend. Also, finde ich komplett in Ordnung. Ich habe mit zwei Köpfen. Muss man umdenken. Ah, kommt her, ihr Arschlöcher.
Ich hoffe, es gibt hier mal irgendwie einen Kapitelbreak oder so, weil ich könnte mich gerne noch mal ein bisschen ausruhen. Wenn man eine automatische, eine vollautomatische Waffe in der einen Hand hat und eine halbautomatische in der anderen hat, dann muss man sich mal, dann muss man das erstmal hinkriegen, das geregelt zu kriegen, dann auch zu wissen, dass man mit der einen jetzt nur gedrückt halten muss und mit der anderen aber eben nicht. Ne? Gegner mit den zwei Köpfen erinnert mich voll an, wie hieß denn das blöde Spiel von den Dead Space Machern? Das war letztens cool, irgendwie kurz. Ah! Hast du gedacht, ne? Habe ich mich nicht erschrocken. Ey, du Penner! Schwierigkeitsgrad ist fair. Also die sind jetzt nicht so hinterher, mich kaputt zu machen, ne? Also das geht. Das geht jetzt mehr ums Erlebnis, ne? Man kann auch... Irgendwann, wenn man ein bisschen Übung hat, schießt man auch gar nicht so schlecht. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so exakt. Also das heißt, die Kugel, wenn ich immer gleich schieße, fliegt die Kugel trotzdem so ein kleines bisschen, immer ein bisschen anders, ne? Also so minimal, ne? Oh nein, ey. Oh, Alter, ey, da stehe ich nicht drauf. Mal wieder ein bisschen hazen hier. Ich höre das gar nicht, ob da Luft, ob da hier Zeug kommt oder nicht, ne? Schieße auf Ventile, um Feuer zu löschen. So. So, ja, muss beide gleichzeitig abschießen. Ah. War auch wieder scheiße bestimmt, oder? Ja. Ach so, ja, jetzt kapiere ich das erst. Die sind unterschiedlich lang. Ja, ich bin blöd. Ja, okay, ja, habe ich nicht verstanden. Habe ich erst nicht verstanden. Wer war das denn? Ist schon ein bisschen unangenehm manchmal. Ich nehme irgendwie nur die alternativen Routen. Weiß nicht, ob das besser ist. Er hat mich mal wieder erwischt. Ah. Die Sounds, ey.
Boah, ist das gruselig. Jetzt ist das gerade richtig gruselig. Jetzt könnte das Kapitel aber auch mal zu Ende sein, finde ich. Ich höre hier die ganze Zeit so komische Satan-Geräusche. Ich weiß überhaupt nicht, was damit ist. Ist das ein Endgegnerraum? Ja. Doch nicht. Silent Hill ist stark hier. Habe ich doch noch. Da habe ich nur einen jetzt, ne? Jetzt bin ich auf einmal doch ganz schön schlecht. Das mit dem Raketenwerfer hat mich durcheinander gebracht. Achso. Das war kacke. Man kommt halt durcheinander, ne? Na, ey, warum kommen die denn gleichzeitig? Was soll ich denn machen? Soll ich so schießen? Wer bin ich denn? John Wick? Und jetzt? Habe ich ihn jetzt gerettet oder was ist los? Was ist denn jetzt? Was geht denn jetzt ab? Ich habe irgendwo. Ach so. Ja, okay. Manchmal steht man am Schlauch, ne? 26.629 Punkte Highscore. Jetzt würde ich aber gerne eine Pause haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich merke schon wieder, wie ich Kopfschmerzen kriege. Ja, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt überhaupt gedauert hat, das erste Kapitel, was ich jetzt gespielt habe. Ey, gefühlt waren das jetzt 20 Minuten. Das ist wahrscheinlich deutlich weniger, aber vielleicht macht das auch klar, wie anstrengend ich das empfinde. Ich meine, das ist im Grunde genau das Gleiche wie eine Fahrt irgendwie hier mit so einer schlechten Gruselbahn auf einer Kirmes, so, ne? Und das ist halt geil. So, also das ist halt für die Technik, dass wir dann da irgendwie mit zwei Pistolen rumballern können und so, ist das eigentlich mehr oder weniger das optimale Spielerlebnis. Ich persönlich finde es jetzt halt irgendwie anstrengend. Ich bin einfach ein Mensch, das habe ich jetzt mittlerweile gemerkt. Ich kann das ein kleines bisschen verbessern, meine Motion Sickness, wenn ich mich mehr damit beschäftige und so. Aber ganz weg kriege ich das nicht. Na, wo ist denn mein scheiß Feuerzeug? Kein Feuerzeug? Warte. Den Turnwinkel. Damit muss ich mich, glaube ich, am Ende jetzt einfach so ein bisschen abfinden, ne? Aber ich will mir das Erlebnis jetzt auch nicht verbauen, sag ich mal, ne? Also das ist trotzdem, ist das fett. Ich weiß das zu schätzen. Ich würde das gerne noch mehr genießen können, aber ich habe einfach meine Grenzen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein Kapitel spielen und dann schauen wir mal, wie es mir geht. Dann muss ich mal schauen einfach, ne? Man weiß es nicht, ne? Also gucken wir mal. So, dann setze ich mich jetzt mal mit dem zweiten Kapitel auseinander.
Ich glaube, ich vergesse da zwischendurch einfach auf die Nebelmaschine zu treten, aber so ist das dann halt. Ich weiß nicht genau warum, aber jetzt ist das Bild auf einmal scheiße. Warum ist das Bild denn auf einmal scheiße? Ne, ernsthaft? Das Bild ist scheiße auf einmal. Und das mit dem, dieses Wasserthema hat doch bestimmt auch irgendwas zu bedeuten. Ich kann sogar die Kaffeekanne da kann ich kaputt schießen. Man kann alles kaputt schießen, das ist geil. Die Punkte sind aber wieder bei 0 angefangen. Sei still? Sei still. Was soll denn das bedeuten? Lass mir doch nicht von dem Videospiel sagen, ob ich still bin oder nicht. Runde? Oh nee. Weil sie ja voll bei Resident Evil gelandet. Boah, das sieht ja scheiße aus, wie die angesprungen kommen. Also das war jetzt der erste Effekt, der richtig kacke aussah. Die hüpfenden Hunde, die hätten sie echt besser hinkriegen können. Oh, Blut von der Decke. Ui, ui, ui. Irgendwie ist das ganz lustig, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, auf die Art Horror zu verbreiten. Ich meine, das hat man irgendwie alles schon bei Freitag der 3. Das haben wir irgendwie alles schon bei Nightmare on Elm Street gesehen. Und ich kann alles kaputt machen. Also fast alles, aber viel. Ich kann viel kaputt machen. Aber ich bin mit rechts echt viel besser als mit links. Vielleicht sollte ich mehr mit links schießen, um mehr zu üben. Oder so. Das ist geil, dass der hier alles so... Also quasi die Umgebung schräg ist, aber die Bahn immer noch gerade ist. Ah, komm, das ist doch gut, ne? Das ist auch ein bisschen Nightmare on Elm Street, ne? Also ein bisschen viel Nightmare on Elm Street, aber das ist fett. Das ist fett, ey. Das ist so unfassbar unangenehm. Weißt du, manchmal denke ich mir so, wenn jetzt ein Mensch die Entwicklung von Horrorfilmen und Gruselspielen nicht mitgemacht hätte und der würde so ein Spiel spielen. Was würde er sich denken? Also warum mache ich das überhaupt? Warum begebe ich mich in so eine Situation? Ja, ja, ist klar. Hier, komm. Ich habe das Gefühl, was gut funktioniert ist, ist tatsächlich mit beiden Waffen gleichzeitig zu schießen. Weil dann ist halt auch egal, wenn man nicht ganz so exakt schießt, weil irgendwas trifft man halt immer, ne? Das war jetzt Zufall, dass ich den getroffen habe. Oh, Story relevant? Hallo! Habe ich mir gedacht.
kommen Sachen angeflogen. Kann ich auf die schießen? Ist das eine Art Endgegner? Langsam werde ich böse. Ja. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich gerade den Endgegnerkampf erlebe. Ich versuche jetzt mal mehr mit links zu schießen. Geht auch. Aber ich habe das Gefühl, dass die da schon Automatismen mithelfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so gut schieße. Haben wir es jetzt mal? Ja, komm, ey. Ich glaube, das war schon ein Endgegnerkampf. Mir fällt halt auf, dass das Spiel relativ einfach ist, ne? Aber ich meine, ist ja auch nicht so wild, ne? Also ist so ein bisschen die Frage, worum es hier geht, ne? Also zumindest komme ich ja weiter, ne? Also ich sag mal, wenn es mehr um Punkte sammeln geht oder so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ne? Dass man das Spiel halt erlebt, also quasi so oder so erlebt, ne? Aber am Ende sich vergleicht mit den Punkten, ne? Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja nicht schlimm. So, jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich wieder gleich fast kotzen. Und pissen muss ich auch. Ja, sicher. Man macht, sagt ja immer die Hände nach oben, ne? Ui! Ja, sicher! Deine Mutter! Ja? Gar nicht gesehen. Und jetzt los. Der nächste Endgegner. Hätten sie mich fast erwischt. Ich check das nicht ganz, wie das läuft, das Spiel. Immer mehr Ratten. Meine Herren, ey. Das ist so unfassbar unangenehm einfach alles. Dieses Kombo-System habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, wenn ich diese gelben Dinger abschieße, geht mein Kombo-Zähler irgendwie nach oben. Aber nicht so, also nicht einmal plus hier, wenn ich, naja. Wenn ich jetzt ein gelbes Ding treffe, dann ist nicht automatisch mal eins, ne? Sondern ich glaube, ich muss immer mehrere treffen, aber so. Ganz kapiert habe ich das nicht. Aber das ist existenziell wichtig, wenn man hohe Punktzahlen haben möchte. Der setzt sich zurück, wenn ich Schaden nehme. Das habe ich schon gemerkt. Da ist wieder der blöde Arsch. Hier. Was auch immer du willst von mir. Kein Plan. Ich verstehe überhaupt nichts.
Springt mir jetzt wieder irgendwas ins Gesicht? Nicht so schnell. Was will denn die androgyne Frau von mir? Ah, noch ein Endgegnerkampf. Oh, jetzt geht's aber los. Ach so, ja, ich verstehe. Jetzt kann ich keinen Schaden machen. Muss ich warten? Auf die brennende Tonne und auf die brennende Tonne draufhalten. Oder? Das hat nichts gebracht. Muss die Tonne erstmal da dran gehen, oder was? Ah. Wieder daneben. Ne, nicht daneben, aber irgendwie keinen Schaden gemacht. Jetzt aber. Wieder nicht. Wieso denn nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist nett, dass das Spiel jetzt quasi wartet, bis ich soweit bin. Habe ich jetzt nicht gerechnet. Geht's ja ab, ey. Geht's ja alles im Arsch. Also schön, dass man jetzt zurückfährt und wieder nach vorne fährt und so, ne? Also, das ist angenehm. Juhu! So, meine lieben Zuschauer, ich habe jetzt Switchback VR 2 Kapitel gespielt. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Also für heute ist es genug. Ich komme einfach nicht so richtig gut klar auf VR. Also das war jetzt genau richtig. Ich bin jetzt so in der Versuchung, noch ein Kapitel zu spielen, aber ich merke schon wieder, wie ich so ein bisschen Kopfschmerzen kriege. Aber ich bin sehr gespannt und aufgeregt, wie das Ganze weitergeht. Ich hatte einen großen Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.